Also bipolar, das Wort sagt es ja schon, dass es zwei Pole gibt. Und hier geht es vor allen Dingen um die Polarisierung von Affekten, also von Stimmungserleben, von Gefühlsauslenkung. Und die beiden Pole sind auch extreme Pole. Nämlich das eine ist ein Niedergeschlagenheit, depressiv ausgelenkter Pol mit dann Motivationslosigkeit, Antriebslosigkeit, negativen Gedanken zu dem Selbstwertgefühl, pessimistische Haltung zu dem, was man schaffen kann, was in der Welt so passiert mit einem, was man bewirken kann. Und auf der anderen Seite eben das Extrem. Man ist so ja, auf Wolke 7, hat ein ganz übersteigertes Selbstwertgefühl. Die Gedanken gehen ganz schnell, man fühlt sich sehr kreativ, aktiviert, aber auch schon ja, ruhelos. Man hat Schlafstörungen, kann nachts nicht einschlafen, was dann in der sozusagen in der Manie, das ist dann diese Auslenkung im Gegensatz zu dem Pol Depressivität, dann aber prima erstmal positiv erlebt wird, also im Sinne von, ich brauche nicht schlafen, ich brauche nur wenig Schlaf, ich bin ganz kreativ, ich habe tolle Ideen, ich möchte alles umsetzen, ich schaffe auch alles. Manchmal geht es auch einher mit Abwertung anderer, alle anderen können mir gar nicht das Wasser reichen. Und man ist, ja, man läuft wirklich so mit einer hohen Intensität, auch körperlich, also auch mit einer Pulsbeschleunigung, mit einer erhöhten muskulären Anspannung, mit ja, auch dann auch Gereiztheit und Aggressivität, übersteigertem sexuellen Empfinden und Verlangen, aber auch Enthemmung so durchs Leben. Und kann auch die meisten Gefahrensituationen, Risikokonstellationen und realistischen Einschätzungen gar nicht mehr richtig beurteilen. Das heißt also, man lebt dann im Grunde über das eigentliche menschliche Verhältnis hinweg. Und das hat oft das Risiko, dass man dann auch Dinge falsch macht, also zu starke Risiken eingeht, dass man später auch vor einem Scherbenhaufen steht. Und im Besonderen ist es ja auch so dann, dass man das auf Dauer nicht aufrechterhalten kann, die Manie, sondern es kommt dann zu einem Wechsel. Und es bleibt dann nicht in der manischen Phase, sondern es kommt zu einem Wechsel, dann in die Depressivität. Und was auch ein Problem ist bei der bipolaren Störung, im Gegensatz zum Beispiel zu einer rein depressiven Entwicklung, ist, dass sie selbst den Durchlauf durch die ausgeglichene Phase, durch eine normale Stimmungslage schon als depressiv erleben. Kann man sich leicht vorstellen, wenn man mit 250 über die Autobahn fährt und dann fährt man irgendwo in die Baustelle mit 80, dann denkt man, man steht. Und so geht es auch Menschen, die eine schwerwiegende Manie hinter sich haben und dann in so einen Normalbereich kommen. Das fühlt sich dann eben nicht mehr so kreativ, nicht mehr so lebendig an. Und das Problem ist auch, dass die Manie als, ja, als wirklich Ausdruck der eigenen Identität erlebt wird. Also ja, wegen der Manie geht keiner zum Arzt, wegen der Depression geht man zum Arzt. Und insofern ist das erstmal so das Grundgerüst, sozusagen das Modell der bipolaren Störung, die zwei gegenüberliegenden extremen affektiven Auslenkungen, die dann im Wechsel sozusagen stattfinden. Und hier, dieser Wechsel kann unterschiedlich häufig sein. Das heißt, wir sprechen von einem ja, Rapid Cycling, also dass es so hin und her sich im Grunde dreht, Cycling, also dass es auch einen Kreis gibt, in dem immer abwechselnd eine der Phasen vorherrscht. Und wenn man das zum Beispiel mindestens viermal im Jahr hat, spricht man schon von einem Rapid Cycling, also sehr schnellem Wechsel. Wir erleben aber gerade im Kindes- und Jugendalter noch schnellere Wechsel, so Tage- bis Wochenweise, die nennen wir Ultra Rapid Cycling. Und wir haben in der Kindes- und Jugendalter nicht ganz selten Patienten, die ein Ultra-Ultra-Rapid-Cycling haben. Das heißt, im Tagesverlauf, stundenweise, sie können zusehen, wie die Stimmung wechselt. Die Patienten berichten das auch, dass sozusagen ohne äußeren Anlass, das ist noch ein wichtiges Kriterium, es zu Stimmungswechseln kommt. Also der Bezug zu den äußeren Gegebenheiten ist sozusagen nicht mehr gegeben. Die Stimmung wechselt an sich, von sich aus, alleine. Und dann erleben die Patienten immer auch ganz viel Kontrollverlust und verstehen das auch gar nicht, können das auch gar nicht richtig einordnen, wenn es dann zu diesen Wechseln kommt. Was vielleicht noch ergänzend dazu gesagt werden muss, ist, dass die bipolare Störung nicht nur einen eigenen Wechsel hat, sondern wenn es äußere Auslöser gibt, die typischerweise in eine bestimmte Auslenkung sozusagen führen würden, zum Beispiel in Richtung Depressivität, also es passiert wirklich was Trauriges. Oder es passiert wirklich etwas, was ein freudiges Ereignis ist, dann kann die Intensität der Auslenkung höher sein. Das heißt,
ich habe mal so ein Bild entworfen, das ist wie so ein See und der ist sowieso schon unruhig von sich aus. Das ist so die bipolare Störung und manchmal schwappt das dann eben über, dann kann es manisch sein oder es schwappt auf der anderen Seite über, dann ist es depressiv. Aber dieser unruhige See ist sehr empfindsam, wenn dann auch noch Steine reingeschmissen werden. Dann hat er also eine höhere Intensität der Reaktionsweise. Wobei, muss man auch sagen, es nicht immer passend ist. Wir erleben manchmal auch etwas, das heißt Parathym. Das heißt, die Patienten reagieren dann eigentlich völlig inadäquat auf den äußeren Auslöser. Es gibt was Trauriges, alle weinen bei der Beerdigung und der manisch ausgelenkte Patient, der lacht dann oder ist sexualisiert oder reißt Witze und kann sich gar nicht angemessen der sozialen Situation verhalten. Das, was ja dann oft auch, wenn es nicht verstanden wird als Erkrankung, zu Abwertung und Stigmatisierung und Ausschluss aus den sozialen Kontexten führt. Wobei, man muss sagen, die Manie führt manchmal dazu, dass man auch dann als charismatischer Führer erlebt wird. Ich habe mal einen Patienten gehabt, der war 3 Monate durchgehend manisch und der kam mit einem ganzen Club von Freunden in die Klinik, die alle nicht verstanden haben, warum denn jetzt der Benny in die Klinik muss. Denn der Benny ist doch der tollste, beste, den es überhaupt gibt, voller Kreativität und toller Ideen und alle waren seine großen Fans. Also das kann auch mal scheinbar positiv laufen, aber es hält eben nicht und es führt dann immer wieder auch zu den Einbrüchen. Das ist das große Problem der Bipolarität. Wenn Sie jetzt das ursächlich betrachten, gibt es mehrere Pfade, die ihm letztendlich in das gleiche Erlebens- und Verhaltensmuster führen können. Biochemisch müssen wir davon ausgehen, egal vor welchem Hintergrund an Ursachen, handelt es sich um eine Dysregulation der Botenstoffe im Gehirn, die im Besonderen für bestimmten Teil, im Besonderen der Affektregulation zuständig sind. Und das ist das Serotonin, das Noradrenalin und das Dopamin. Und das ist ganz interessant, die Patienten unterscheiden sich auch alle sehr individuell, was so die Hauptauslenkung ist. Ob das eher was Serotonerges ist oder eher was Noradrenerges oder eher was Dopaminerges. Also zum Beispiel die Patienten, die eher neben den Stimmungsschwankungen eine dopaminerge Problematik haben. Da erleben wir A, bezogen auf die Ursachen, häufig eine stärkere genetische Belastung. Dazu komme ich dann gleich noch. Aber diese Patienten haben eben auch eher schon Symptome aus dem schizophrenen Formenkreis. Also eher psychotische Symptome, wo sie sich verfolgt fühlen, beobachtet fühlen, negativ bewertet fühlen, wo sie auch teilweise Sinnestäuschung haben, zum Beispiel Stimmen hören oder optische Halluzinationen haben. Patienten, die eher Angehörige haben, die auch vorher affektive Erkrankungen haben, also schwere Depressionen, Hinweise auf Manien, manchmal auch Suchterkrankungen, hinter denen sich eigentlich eine affektive Erkrankung verbirgt in der Verwandtschaft, wo aber diese schizophrenen Symptome fehlen, wenn man genau untersucht. Diese Familienanalyse ist also sehr wichtig. Da merkt man, die haben auch eher eine affektive Auslenkung. Die können manchmal im Kindes- und Jugendalter, das ist typisch, psychotische Symptome haben. Das verliert sich aber dann meistens in Richtung Erwachsenenalter. So unterscheidet man dann auch später. Die Phänomenologie, die kann dann im Kindes- und Jugendalter bipolar sein und man hat milde psychotische Symptome. Und dann verlieren sich die psychotischen Symptome, dann kann man davon ausgehen, das sind auch die mit den Angehörigen, die rein bipolare oder affektive Erkrankungen haben. Das ist dann auch später eine rein bipolare Störung. Dann haben sie aber auch Patienten, die entwickeln sich anders, haben eher auch schizophrene Verwandte, paranoid, halluzinatorisch ausgelenkte Symptome bei den Angehörigen. Und diese Patienten können später eine schizoaffektive Psychose entwickeln. Das ist auch eine der wichtigen Differentialdiagnosen. Das heißt, da liegt sozusagen beides intensiv vor. Die Stimmungsschwankungen sind intensiv, aber auch die schizophrene Symptomatik mit dem, was ich angedeutet habe, mit den Sinnestäuschungen, aber auch mit der Negativsymptomatik, also plötzlicher Rückzug. Die Gedanken verlangsamen, Gedanken verarmen mit der Zeit. Die Patienten brennen so ein Stück aus, werden immer skurriler, bizarrer, sind auch schlechter erreichbar im Kontakt, werden wahnhaft dann noch so in der Zugang aufs Erwachsenenalter. Das sind dann eben die Patienten, die sehen am Anfang, wenn die 12 sind, sehen die ähnlich aus, machen aber unterschiedliche Verläufe. Und da ist es eben wichtig, ursächlich eine sehr gute Familienanamnese zu machen, also sich sehr genau mit dem Stammbaum zu beschäftigen und zu psychiatrisch erkrankte Angehörige zu identifizieren. Bei den Patienten, die wir hier sehen, haben wir in über 80% dann auch Treffer. Das heißt also, jemand, der bipolar ist, ohne dass es sozusagen eine Angehörigenkonstellation gibt, im näheren Verwandtenkreis, Großeltern, Elterngeneration, Onkel, Tantengeneration und Cousins und Cousinen, sehen wir eigentlich selten.
Wenn wir dann nochmal genau hingucken, solche Patienten identifizieren, dann sehen wir manchmal drogeninduzierte Psychosen, also auch durch den frühzeitigen Drogenkonsum in der Hirnentwicklungszeit bis zum 25. Lebensjahr kann es allein durch den Drogenkonsum zu einer Veränderung der Affektregulation kommen und auch so einen bipolaren Aspekt geben, auch dann ohne Drogenkonsum, also das so drauf hängen bleiben, oft auch mit psychotischen Symptomen, Sinnestäuschung, Verfolgungsideen, Beobachtungsgefühle. Dann haben wir Patienten, die eher in der ganz frühen Sozialisierung, also ich sag mal ohne klare genetische positive, also mit vorhandenen Angehörigen besetzte Anamnese haben in der Familie, die aber eine frühe schwierige Sozialisierung hatten, wo wir davon ausgehen müssen, dass aufgrund von Schicksalsschlägen, manchmal auch schwerwiegende Krankheiten im Kleinstkindes-Säuglingsalter mit viel Aufenthalten in Krankenhäusern, aber manchmal auch traumatisierte Mütter, also die nicht psychiatrisch erkrankt waren im eigenen Sinne, sondern lebensgeschichtlich belastet sind, die dann nicht gut resonant sein konnten in der Phase der frühen Sozialisierung, wo wir dann eher davon ausgehen, dass da ist sowas Ähnliches wie eine Borderline-Störung, also eine frühe Störung, die sich entwickelt. Auch diese Patienten können mit starken Stimmungsschwankungen auftreten. Sie haben aber eben noch andere Teilaspekte, also die Themen in ihrem Erleben sind auch anders. Da geht es oft um Leben und Tod, um Versorgtwerden, um leere Gefühle und all das. Das unterscheidet das auch von den rein bipolaren oder rein schizophrenen Patienten. Also diese Patienten haben eher ein Entwicklungsdefizit. Das heißt, von Anfang an ist eine bestimmte Entwicklung stark beeinträchtigt und nicht optimal gelaufen. Und das macht es ihnen später unmöglich, ihre Affekte zu regulieren, so wie auch ein Baby das nicht kann. Und die anderen Patienten, die bipolaren Patienten, die schizophrenen Patienten, die können eine ganz normale Entwicklung haben, aber durch die biologische Veranlagung, durch die genetisch-biologische Veranlagung, kommt es dann oft auch mit Live-Events, also mit Lebensereignissen, zum Beispiel Eintritt in die Pubertät, Prüfungsstress, Paarproblematik, Trennung der Eltern, Traumatisierungen, die vielleicht dann noch hinzukommen, kommt es dann zum Ausbruch der Erkrankung. Was noch ein Risikofaktor ist für Kinder dann mit bipolaren Erkrankungen, ist, dass oft auch die Eltern vielleicht nicht manifest erkrankt sind, aber Teilaspekte in der Affektregulation auch problematisch sind. Und dann führt dieser Sozialisierungskontext zu einem zusätzlichen Risiko, neben dem genetischen Risiko, diese Erkrankung zu entwickeln. Also da sehen wir, dass das auch manchmal den Verlauf nochmal mit beeinträchtigt. Andere Erkrankungs- oder eine Belastungsgruppe sind die Traumafolgeerkrankungen. Das muss man schon sagen. Kinder, die schwerst traumatisiert sind mit sexuellen Grenzverletzungen, mit Gewalterfahrungen, wo auch die äußere Welt nicht stabil ist und immer so im Grunde ein Schwanken, sage ich mal, ein äußeres Schwanken zwischen Gefährdung und Sicherheit vorhanden war, haben auch eine reduzierte Fähigkeit, ihre Affekte zu regulieren und zu kontrollieren. Und da kann es auch zu solchen Auslenkungen kommen, zu depressiven Phasen und manischen Phasen, hypomanischen Phasen, also nicht mit der Intensität einhergehende manisch ausgelenkte Phasen. Und das sehen wir eben auch bei den Traumafolgeerkrankungen. Da finden wir eigentlich keine positive genetische Anamnese. Die frühe Sozialisierung scheint auch erstmal okay zu sein, aber wir sehen trotzdem so ein Spektrum, wo die Stimmung einfach instabil ist aufgrund der doch Brüchigkeit durch die Traumaerfahrung, durch die traumatische Erfahrung, dieses Regulationszentrum. Ne? Das ist eine ganz wichtige Fähigkeit, dass wir unsere Affekte passend zu den äußeren Ereignissen regulieren können, dass wir mitschwingen können, dass wir aber auch uns verbergen können zum Beispiel. Ne? Also wenn ich traurig bin, dass das nicht jeder sofort erkennt und all das. Das kann dann eben auch eingeschränkt sein und kann dann auch mit Stimmungsschwankungen einhergehen. Also wenn Sie eine rein bipolare Erkrankung haben im Erwachsenenalter, haben Sie häufig weniger psychotische Symptome. Das heißt, die Sinnestäuschungen sind rückläufig, das Wahnhafte ist rückläufig, die Verfolgungsideen, das paranoide Erleben sind rückläufig, auch die sogenannten Ich-Störungen, also Gedankenübertragungsgefühle und all das, was eher zum schizophrenen Formenkreis gehört, sind rückläufig, bis kaum vorhanden. Und wenn das aber im Vordergrund steht, würde man ja dann auch von der schizoaffektiven Psychose sprechen. Bei den Kindern und Jugendlichen ist das anders. Da ist es so, dass solche Symptome auch vorkommen können, obwohl es später eine rein bipolare Erkrankung wird. Das ist ein Punkt. Und ein viel wichtigerer Punkt ist, dass die Kinder
so eher gemischte Episoden haben. Das heißt, sie haben nicht so eine klassische manische Auslenkung mit einem auch Hochgefühl, sondern sie sind eher so gemischt manisch-depressiv. Das heißt, sie haben eigentlich eine schlechte Stimmung. Sie sind gereizt, dysphorisch, ärgerlich, schnell genervt, total unzufrieden mit allem, angespannt, schlafen schlecht, kommen auch von Höchstgen auf Stöckskin, aber sind überhaupt nicht kreativ produktiv. Das heißt, sie haben nur ganz selten Phasen, in denen sie in Anführungsstrichen die Manie, die manische Auslenkung positiv erleben können. Meistens sind sie selber stark belastet dadurch, fühlen sich nicht gut. Und das mit dem Selbstwertgefühl ist auch nicht optimal. Also auch dieser Teil der Manie bleibt ihnen sozusagen in gewisser Weise vorenthalten, sondern sie haben gemischte Episoden, unter denen sie auch sehr leiden. Das heißt, sie haben auch das subjektive Leiden ist auch intensiver. Und gleichzeitig können sie sich selber nicht gut verstehen und sie werden auch von außen nicht gut verstanden. Es wird dann oft verwechselt mit Renitenz, Dissozialität, Ungehorsam, Pubertät und all diesen Dingen. Das heißt, die klare Differenzierung dieser zwei Episoden, die man im Verlauf auch beobachten kann und jemand, der halbwegs Bescheid weiß, auch sofort sagt, na, das ist doch eine bipolare Störung, das gibt es eigentlich so nicht. Sondern man muss A, mit viel Expertise die Patienten interviewen und nachfragen, den gesamten Verlauf gut beobachten, die Familienanamnese gut machen, um zu der Diagnose zu kommen. Das heißt, die Kinder haben das Schicksal, dass sie erst sehr spät erkannt werden und auch erst sehr spät behandelt werden. Und es dann häufig zu Fehldiagnosen kommt, also zum Beispiel ADHS, dass darauf reduziert wird oder da muss mal konsequenterer Erziehungsstil her oder das ist die Pubertät oder das ist alles aus der Familie, ne, dann kann man das verstehen, weil irgendwas in der Familie nicht stimmt und so. Ich habe Kinder gehabt, die wurden dann, kann mich erinnern, ein türkisches Mädchen mit einer schweren bipolaren Störung, die hat sich dann im Rahmen der manischen Episoden auch sozusagen nicht konturkonform verhalten können. Und die ist richtig verstoßen worden. Ne? Also so, ich habe mehrere Patienten, die durch die Eltern an Gewalt erfahren haben, weil auch Eltern in so eine Situation kommen, wo die überhaupt nicht mehr wissen, was sie machen sollen, wie sie dem Kind sozusagen Herr werden können, wenn es so antriebsstark ist, überhaupt nicht auf die üblichen pädagogischen Mittel reagiert und dann auch Gewalt noch dazu kommt. Das heißt, ich habe später dann auch mit Kindern zu tun gehabt, die auch gleichzeitig eine Traumafolgeerkrankung hatten. Ne? Durch die Gewalterfahrung in der Familie, die sich schon auch, ich will das nicht entschulden natürlich, aber schon auch entwickelt hat im Umgang mit dem psychiatrischen erkrankten Kind, was nicht erkannt worden ist. Ja. Das heißt also, hier hat man stark inadäquate Verhaltensweisen, die nicht auf pädagogische Reglementierung ansprechen, auch nicht auf Verstärkerpläne und Belohnungssysteme ansprechen, wie eigentlich gesunde Kinder das können, auch in der Pubertät das können. Und es wirkt sich auf alle Bereiche aus. Das sind also nicht die Kinder, die sich mit den Eltern streiten und mit den Freunden gut auskommen, sondern auch da gibt es dann soziale Einbrüche, Leistungsknick. Die Kinder sind ganz gut begabt häufig, haben dann aber einen Leistungsknick in dem schulischen Bereich. Das heißt, eigentlich alle Lebensbereiche sind betroffen. Die Kinder sind sehr unglücklich. Ein Kardinalsymptom ist eben auch hier die Schlafstörung, sind völlig gerädert, das unterhält aber auch die Erkrankung. Umso schlafgestörter sie sind, umso höher ist das Risiko, weiter in dieser Spirale von Stimmungswechseln zu bleiben. Und sie haben ein starkes Gefühl von Ohnmacht und Hilflosigkeit, weil sie merken, ich kann ja gar keinen Einfluss darauf nehmen. Das ist auch ganz wichtig, wenn wir die Patienten behandeln. Die brauchen ganz lange, die Patienten, bis sie wieder Vertrauen haben. Jetzt ist meine Stimmung stabil, weil sie haben immer Angst, wenn sie was anfangen sollen, Mensch, jetzt fang doch mal mit der Lehre an oder beginn das Schuljahr noch mal neu, dann trauen sie sich gar nicht, diese Hürde zu nehmen, weil sie denken, das geht dann 3 Wochen gut und in der 4. Woche kriege ich wieder diese Stimmungsschwankung und dann versage ich und alle denken, ich will nicht oder ich bin der Loser. Also es spricht ganz stark das Selbstbild bei nicht rechtzeitiger Erkennung und adäquater Behandlung. Also insofern gibt es hier so ein paar Spezialitäten. Was häufig übersehen wird, ist, dass sexualisiertes Verhalten dann nicht Traumafolge automatisch ist, sondern Teil der Manie, die aber nicht mit Himmel hochjauchzend einhergeht. Ich habe Patienten gehabt, die haben IQ von 130 gehabt, ganz kluge, junge, erwachsene, Jugendliche, haben aber in Gegenwart der Eltern masturbiert. Das heißt also, fehlt jede Scham, jede Kontrolle über die sexuellen Impulse. Das wird dann völlig inadäquat eingeordnet, auch dann entsprechend sanktioniert. Stigmatisierung ist dann die Folge für diese betroffenen Jugendlichen. Weglauftendenz ist ganz interessant. Diese Patienten neigen dann dazu, so einfach unvermittelt wegzulaufen. Die laufen einfach in den Wald rein, laufen einfach lange Strecken. Einfach, sie müssen in Bewegung kommen. Sie können nicht zum Beispiel so ein Gespräch dann führen, was konfrontativ ist oder klärend ist. Sie müssen dann aus dem Raum raus. Das wird ihnen dann immer ausgelegt als Vermeidung oder als Unlust, sich mit Problemen auseinanderzusetzen. Aber nein, das ist Teil der Erkrankung, einfach impulsiv dann hinauszugehen. Sie sind, oft können sie gar nicht bei der Sache bleiben. Sie springen von einer Sache zur anderen und
dann legt man ihnen das auch negativ aus, so dass sie wiederum vermeiden wollen, keine Klärungsinteressen haben, bockig sind und all das. Also da gibt es ganz viele krankheitsbedingte Symptome, die aber, weil sie eben das Menschliche betreffen im Rahmen der psychiatrischen Erkrankung und auch in Variation, in milderer Form jugendtypisch sein können, dann eben oft missverstanden werden und missinterpretiert werden und dann zu einer zusätzlichen sekundären Beeinträchtigung des Selbstbildes und der Identität der Kinder durch diese Abwertungsprozesse, die dann stattfinden, führen. Was noch ein großes Problem ist im Kindes- und Jugendalter bei der bipolaren Störung, ist, dass das ja alles in einer Phase stattfindet, wo sich das Hirn entwickelt, die Persönlichkeit entwickelt und das die ganze Zeit unter dem Aspekt der Erkrankung stattfindet. Und wenn man das nicht frühzeitig behandelt, hat das sekundär eben anders als ein Ersterkrankungsauftritt im Erwachsenenalter starke Einflüsse auf die Persönlichkeitsentwicklung. Und das Kind, sozusagen die Hirnentwicklung des Kindes, wird sozusagen dann geprägt durch erkranktes oder krankheitsbedingtes Erleben. Und das führt eben dann auch, wenn wir später die Kinder erst kennenlernen oder als junge Erwachsene und sie dann behandeln, auch dann die bipolare Störung gut behandelt werden kann, erleben wir, dass sie doch Persönlichkeitsakzentuierung haben, doch so überwertige Ideen über sich haben, Neigung zur Selbstüberschätzung haben und so, obwohl sie gar nicht jetzt manisch sind. Und umso älter die Patienten sind, bevor wir sie gut behandeln können, umso geringer ist die Krankheitseinsicht. Habe ich ein junges Kind und spreche mit ihm über bipolare Störungen und über die Notwendigkeit zum Beispiel einer medikamentösen Behandlung, gibt es Krankheitseinsicht, hohe Bereitschaft, weil es einen hohen Leidensdruck gibt, dann auch mitzumachen. Oft fehlt diesen Kindern ja das Positive der Manie sozusagen als Erleben. Deswegen sind sie da mit höherer Mitarbeitsbereitschaft. Bei jungen Erwachsenen und Erwachsenen ist das eher nicht so. Ne? Sobald die Manie weg ist durch die medikamentöse Behandlung, leiden die Patienten, wollen das wieder haben, setzen die Medikamente ab und bringen sich damit eigentlich in so einen Strudel von immer wieder ewiger Wiederholung von Medikamenten, Absetzen, fehlender Krankheitseinsicht, manische Episode, depressiver Absturz, dann wird der Arzt wieder aufgesucht, dann wieder Behandlung der Depression. Sobald aber sozusagen eigentlich Manie wieder angesagt werde, keine Medikamenten oder keine Behandlungskompliance. Das ist mit Kindern erstmal besser. Und was das Besondere ist, das zeigen Studien auch, es gibt Untersuchungen dazu, dass man die Sorge hat oder man gesehen hat, wenn eine solche Erkrankung früh aufgetreten ist, dass dann die Prognose schlecht ist. Heute weiß man, da man besser untersucht, es tritt viel früh auf. Die sind also vorher übersehen worden. Das heißt, man hat jetzt nochmal eine größere Gruppe untersuchen können. Und man sieht, wenn man früh erkennt, bei frühem Auftritt der Erkrankung, und dann früh behandelt, dann ist die Prognose verbessert. Dann sprechen also Kinder und Jugendliche besser auf die Behandlung an und haben eine deutlich verbesserte Lebenszeitprognose als dann Erwachsene, die erstmalig auffallen und erstmalig behandelt werden. Und das sind so umrissen die Besonderheiten im Kindes- und Jugendalter, was aber eben das große Risiko für die Kinder macht, dass sie oft nicht richtig eingeschätzt werden, fehlbewertet und fehlbehandelt werden. Also das Spektrum ist groß. Das ist aber für die schweren psychiatrischen Erkrankungen immer so. Man muss immer sozusagen einen differenzialdiagnostischen Bogen spannen. Und da die Symptome unspezifisch oft sehr ähnlich sein können im Kindes- und Jugendalter und diese Ausdifferenzierung der Erkrankung sowieso erst im Erwachsenenalter stattfindet. Das heißt, Sie haben bei den schweren psychiatrischen Erkrankungen im Kindes- und Jugendalter oft eine Mischung von Symptomen aus den unterschiedlichen Formenkreisen. Also schizophrenienahen Symptomen, affektive Erkrankungen mit Stimmungsschwankungen oder Depressivität, dann diese inadäquaten Gedanken über sich selbst und über die Welt, sei es Selbsterhöhung, sei es Selbstabwertung zum Beispiel, dann Verhaltensweisen, die übertrieben sind, dramatisierend, Verhaltensweisen, die mit Abwertung und Arroganz einhergehen, all das. Das Spektrum ist also immer bunt im Kindes- und Jugendalter bei den schweren Erkrankungen. Und es kommt immer darauf an, zu differenzieren. Und die bipolare Erkrankung ist sozusagen mittendrin, kann ein Teilaspekt sein. Und hier ist als erstes das Wichtigste ist die genetische Anamnese. Also wenn Sie eine Symptomgruppierung haben, die der bipolaren Erkrankung im Kindes- und Jugendalter entspricht und Sie haben eine positive Familienanamnese, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon sehr hoch, dass es auch die bipolare Erkrankung ist. Haben Sie eine genetische Auslenkung eher in Richtung schizophrene Erkrankung, dann kann es mit höherer Wahrscheinlichkeit, wenn dann auch Symptome bei dem Kind aus dem schizophrenen Formenkreis neben den starken Stimmungsschwankungen vorliegen, eine schizoaffektive Psychose sein. Haben Sie Aspekte, wo
Man sieht, dass auch Elemente der posttraumatischen Belastungsstörung eine Rolle spielen, also Flashbacks, Schreckhaftigkeit, Misstrauen, nicht paranoid bedingt, Kontextabhängigkeit eher, was die Symptomatik angeht, plus Stimmungsschwankungen und Schlafstörungen etc. Dann muss man differenzialdiagnostisch an Traumafolgeerkrankungen denken. Wir denken dann auch immer an die Borderline-Störungen. Das ist anamnestisch auch, da kommt man auch anamnestisch hin, nicht nur symptomatisch. Es gibt die Möglichkeit, das sogenannte Strukturniveau zu untersuchen. Das heißt, man guckt sich verschiedene Erlebens- und Reaktionsbereiche an. Da spielt zum Beispiel eine Rolle, wie werden die Beziehungen gestaltet. Wenn jemand bipolar ist, kann er durchaus in der ausgeglichenen Phase ganz adäquat Beziehungen gestalten. Es hat relativ wenig Einfluss auf sein Erleben von innerem Gefülltsein oder dem Erleben von Bedeutung für jemand anderen. Er kann auch ganz gut aushalten, wenn jemand, der in Beziehung zu ihm steht, nicht anwesend ist. Also diese ganzen Gefühle von Alleinsein und Leersein und alles, das steht nicht im Vordergrund in den Phasen, wo gerade Ausgeglichenheit vorliegt. Und bei der bipolaren Störung gibt es ja auch die Phasen der Ausgeglichenheit. Und diese Kriterien muss man untersuchen, und das, wenn die aber alle eher so beschrieben werden, dass sie vorhanden sind und ich habe Stimmungsschwankungen und ich habe dann noch eine Anamnese, also eine Lebensgeschichte, in der ich davon ausgehen muss, dass in den ersten 8 Lebensmonaten es zu einer eventuell fehlenden Resonanz im Kontakt mit der Mutter und dem Vater gekommen ist, sei es aufgrund von Beeinträchtigungen, sei es im Sinne von Vernachlässigung, zum Beispiel aus Adoptivverhältnissen, sei es aufgrund von Krankheit in Krankenhausaufenthalten, wo zum Beispiel lange noch eine Versorgung nach der Geburt notwendig war und so weiter und so fort, dann gehen wir davon aus, dass es sich eher um eine Borderline-Störung handelt. Das müssen wir differenzialdiagnostisch anschauen. Und dann haben wir noch das ganze Spektrum der sogenannten nachfolgenden Persönlichkeitsstörung. Das heißt, viele Patienten, die so als Basis eine Borderline-Störung haben, stabilisieren sich oder pseudostabilisieren sich auf einem anderen Niveau. Das heißt, man kann das Borderline-Symptommäßige nicht so erkennen, sondern sind dann so eher narzisstisch ausgelenkt mit sehr rigiden Reaktionsmustern und Selbstbewertungsmustern und Verhaltensmustern oder histrionisch ausgelenkt, also dramatisierender Affekt, ohne dass es wirklich um das Eigentliche geht. Die eigentlichen Themen werden eher gemieden und man kann mit denen nicht umgehen, weil sie zu viel psychischen Stress machen würden. Da geht es oft auch um so Traumafolgeaspekte bei den betroffenen Kindern und Jugendlichen. Das heißt, die Persönlichkeitsstörungen insgesamt sind dann differenzialdiagnostisch nochmal bedeutsam. Das versucht man dann so gut wie möglich zu tun, weil es schon auch wichtig ist, um so alle Behandlungsoptionen, die notwendig sind, zusammenzutragen. Man muss aber sagen, dass es tatsächlich so ist, dass viele Kinder und Jugendliche mehrfach belastet sind, auch ursächlich mehrfach belastet sind, nicht nur in der Symptomendstrecke und im Erkrankungsbild. Das heißt, wir haben dann Kinder, da haben wir affektiv erkrankte Eltern, da wird das Bipolare sozusagen ein Stück geerbt. Diese Eltern waren aber auch aufgrund ihrer eigenen Erkrankung, die nicht ausreichend behandelt worden ist, war nicht erkannt, vielleicht noch sekundär mit Alkoholerkrankungen und Suchtentwicklung, waren nicht, obwohl sie es bestimmt gewollt hätten, gut in der Lage, für ihre Kinder in der ganz frühen Zeit richtig zu sorgen. Manchmal auch Alkoholkonsum während der Schwangerschaft, was schon wieder ein Risikofaktor ist. Dann sind diese Kinder, weil sie so sozialisiert sind, dass sie so emotional ein Stück vernachlässigt sich fühlen, wenden sie sich sehr schnell andere Menschen nach außen zu, sind auf der Suche so nach Liebe, Zuwendung und Aufmerksamkeit, sind dann aber auch, weil sie auch so durchlässig sind und auch manchmal dann zu optimistisch vielleicht, sind auch gefährdet, sexuell missbraucht zu werden, also sexuelle Grenzverletzung zu erfahren, sind also dann noch traumatisiert. Und dann haben wir eben oft diese Konstellation biologisch-psychiatrisch erkrankt, frühe Sozialisierungsstörung im Sinne einer Borderline-Problematik und noch Traumafolgeerkrankungen. Und das zeichnet im Besonderen die komplexen Fallverläufe aus, die auch auf so ganz einfache, in Anführungsstrichen, therapeutische Interventionen, die nur für eine Erkrankungsüberschrift so gelten, auch gar nicht ausreichend ansprechen. Und so habe ich Patienten, die ich, was die bipolare Störung angeht, gut behandeln kann. Und das ist dann auch stimmungsstabil und es kommt nicht zu manischen und depressiven Episoden im häufigen Wechsel, wie das in der Vergangenheit war. Aber trotzdem dahinter tut sich dann doch noch eine Menge auf, ne? An Herzverletzung, an Instabilität, an Lebensgeschichte, die eben dann auch, die es auch gilt zu bewältigen, ne? Und da darf man das nicht verwechseln, das müsste jetzt mit der Tablette, ne, die zur Behandlung der bipolaren Störung gilt, alles weg sein.
Also einmal ist es allein ein Risiko, eine Neigung zu haben, durch eine psychiatrische Erkrankung sich risikoreicher, alters- und begabungsinadäquat zu verhalten. Also da ist einfach ein Mensch, der gerade jugendlich ist und eine manische Auslenkung hat, während alle sagen, ah, U-Bahn-Surfen ist super. U-Bahn-Surfen ist super, dann 5 bleiben aber stehen, weil die noch vernünftig denken können, das ist gefährlich. Der aber gerade hypomanisch oder manisch ist, der kennt da nichts und der macht das dann. Das heißt, es gibt ein erhöhtes Risiko zu verunfallen, auch Autofahren, Motorradfahren, Mopedfahren, alles Mögliche wird risikoreicher betrieben, weil letztendlich die Bedürfnisbefriedigung, der Impuls, die Idee und alles das so im Vordergrund steht, der Antrieb, der gesteigert ist und sozusagen bedächtige Überlegungen nicht im Vordergrund stehen. Allein dadurch entsteht ein Risiko. Man muss davon ausgehen, das ist ein Teil der Spielunfälle, das ist ein Teil der Freizeitunfälle, dass all das auch hier sozusagen mit ursächlich behaftet ist. Und das ist schon ein Problem. Es ist auch ein Problem, auch bezogen auf die Langzeitprognose, eine niederschwellige Bereitschaft, Drogen zu konsumieren und hier auch keine Grenzen zu kennen und damit wiederum in Risikokonstellationen zu kommen, die vital gefährdend sind. Wir gehen heute davon aus, dass insgesamt, zu dem Aspekt Suizidalität komme ich noch, 15-25% der bipolar erkrankten Menschen vorzeitig sterben. Und zwar krankheitsbedingt, nicht immer nur durch Suizid, aber häufig. Und das große Problem ist, dass sie im Unterschied zum Beispiel zu einer reinen Depression, bei der reinen depressiven Erkrankung ist es so, dass oft auch der Antrieb deutlich geschwächt ist, sodass es zwar suizidale Gedanken gibt, aber noch nicht mal mehr die Kraft und den Antrieb, sich zu suizidieren. Wenn sie aber aus einer manischen Episode sozusagen mit hoher Fallgeschwindigkeit in die Depression rauschen, dann haben sie noch den Antrieb der Manie. Es kommt aber die depressive Stimmungslage. Sie fühlten ja gerade noch, wie es anders sein kann, und zwar ganz extrem. Und diese Spannung, die dadurch entsteht, führt dann eben genau in dieser Übergangsphase zu Suizidalität. Das ist ganz wichtig für die Behandler, weil durch die üblichen medikamentösen Behandlungsstrategien wird als erstes der manische Aspekt behandelt. Und die Patienten leiden erstmal ganz intensiv und können genau in einer solchen Phase, wo sie sozusagen aus der Manie rauskommen, dann suizidal werden. Also ich sag mal, trotz der Medikation. Deswegen ist auch diese Erstbehandlung sinnvollerweise oftmals gerade bei Kindern und Jugendlichen eher im klinischen Kontext zu gestalten und nicht einfach so im freien Feld. Eine andere Problematik ist, dass wenn das nicht richtig erkannt wird, Antidepressiva gegeben werden, wenn man jemanden nur in der depressiven Episode sieht und nicht längsschnittartig geschaut hat. Und damit stimuliert man im Grunde die Manie. Und es ist so, wir wissen das bei Jugendlichen, dass man durch eine aktivitätssteigernde Medikation, gerade bei den Patienten mit bipolaren Störungen, wenn sie in der depressiven Episode zum Beispiel reine Serotonin-Wiederaufnahmehemmer bekommen und keine andere Medikation, die stimmungsstabilisierend und schützend wirkt, bekommen, dass sie dann auch ein erhöhtes Risiko haben, genau dadurch suizidal zu werden. Das heißt, das ist also schon, da muss man sehr differenziert hinschauen, um die Patienten nicht noch zusätzlich zu gefährden. Die Anspannung wird oft mit erhöhter Rate von Selbstverletzungen beantwortet. Das ist dann nicht immer borderline, nur wenn sich jemand selbst verletzt. Die Folgen nach manischen Episoden, also die Scherben, vor denen jemand steht, übermäßig Geld ausgegeben, übermäßig sexualisiert zu verhalten, nicht zur Schule gegangen zu sein, Prüfungen nicht adäquat bewältigt zu haben, sich es mit allen versaut zu haben, weil man arrogant und abwertend durch die Gegend selbstherrlich gelaufen ist. All das wird dann gewahr nach der manischen Episode und strömt auf den Menschen mit Scham und Schuldgefühlen einher und führt eben auch dann zur Suizidalität. Das heißt, es ist so, es wird oft vernachlässigt, die Idee davon, wie schwerwiegende psychiatrische Erkrankungen noch einen starken Effekt haben auf die Vitalität aus unterschiedlichsten Gründen. Und dass die bipolare Störung, insbesondere die nicht erkannte und nicht ausreichend behandelte, ist mit Sicherheit eine, die in die Gruppe der Psychosen, also der schizophrenen Erkrankung und in die Gruppe der schweren Persönlichkeitsstörung, insbesondere der Borderline-Störung, hineingehören mit einer eben dann der von mir genannten Todesrate, frühzeitigen Todesrate von 15-25%. Und das ist auch im Verhältnis zu schwerwiegenden somatischen Erkrankungen, ist das sehr intensiv, sich das vor Augen zu führen. Also erstmal
ist es so, ich erlebe die ganze Zeit in der Phase, wo eigentlich sich meine Welt zusammensetzt, meine Idee von Welt sich zusammensetzt, fehlende Selbstwirksamkeit, weil meine Stimmung schwankt und ich habe gar keinen Einfluss darauf. Ich erlebe ständiges Scheitern, auch wenn ich in der manischen Episode durchaus mal erfolgreich sein kann. Aber letztendlich bricht das alles zusammen und ich kann es nicht aufrechterhalten. Also diese ganzen Gefühle von Selbstwirksamkeit und Selbstzuverlässigkeit und Stabilität, die bleiben alle weg und prägen meine Identität im weiteren Verlauf. Dann ist es so, dass ich stigmatisiert werde, weil ich ja nicht so funktioniere, wie die Gesellschaft es von mir erwartet, wie ich es übrigens auch von mir selbst erwarte. Das ist auch ein Unterschied zu den Borderline-Patienten. Viele Borderline-Patienten haben eher eine destruktive Lebensgestaltungsausrichtung. Also und bipolare Patienten wollen, dass es gut wird und leiden total darunter, dass es nicht gut wird. Borderline-Patienten leiden auch, aber haben eben auch ein eigenes destruktives Element. Und das führt dazu, dass eben ja, es zu ganz niedrigem Selbstwertgefühl kommt, zu einer starken Verunsicherung, auch im weiteren Verlauf, auch bei Behandlung dann zu fehlender Kontinuität im Lebenslauf führt. Schulversagen, oft begabte Kinder, die aber nicht ihre Begabung gemäß Schulabschlüsse produzieren können. Abbrüche von Ausbildung, sich anlegen mit dem Meister, inadäquat den Chef spielen, obwohl man gerade Lehrling ist. Alles das führt immer wieder zu Scheitererfahrungen und hat schon einen wirklichen starken Einfluss auf das weitere Leben. Neben dem rein neurotoxischen Aspekt in der Manie, also man verbrennt sozusagen, man ist hochaktiviert, der sozusagen die Neurotransmitterkonstellation, also die Intensität der Botenstoffregulation im Hirn während einer manischen Episode, wirkt sich unmittelbar auch auf die Vernetzung, die in der Pubertät, die Neuvernetzung, neuronale Neuvernetzung in der Pubertät aus. Das ist serotoninabhängig im Besonderen, diese neuronale Neuvernetzung, und ist ebenfalls dann sozusagen durch die Krankheit bedingt deutlich beeinträchtigt, mit einem höheren Risiko auch im Erwachsenenalter dann psychiatrische Erkrankungen weitergehend zu entwickeln. Dann aber eher depressive Erkrankungen, interessanterweise. Also diese neurotoxische Wirkung der nicht behandelten Erkrankungen aus dem Formenkreis der bipolaren affektiven Psychosen führt typischerweise dann mit einem erhöhten Risiko zu eher einer depressiven Entwicklung im Erwachsenenalter. Und natürlich, das ist vielleicht noch wichtig, die Gefahr der Suchtentwicklung, die einfach bei der bipolaren Störung aufgrund des Risikoverhaltens, aber aufgrund auch der Versuche der Selbstmedikation, Anspannung zu reduzieren, Schlaf herbeizuführen durch Alkohol, Dichtigkeit zu erzeugen durch Cannabiskonsum. Aber wenn auch die Manie weg ist und man in die depressive Episode kommt, weil man maniesüchtig geworden ist, durch aktivierende Substanzen, Amphetamin, Kokain, sozusagen sich selber wieder in diese Stimmungslage zu bringen. Das heißt, diese ganzen Ohnmachtserleben und fehlende Selbstwirksamkeit wird dann versucht, durch Chemie selber zu regulieren, damit man endlich eine Handhabe hat. Das ist auch ein Risiko bei den Patienten, wenn man sie medikamentös behandelt, dass sie da auf der einen Seite entlastet sind, aber sie wollen am liebsten so behandelt werden, dass die Depression nie kommt, aber die Manie noch möglich ist. Und das führt dann eben im weiteren Verlauf, wenn sie älter werden, zu einer schwierigen Behandlungseinsicht und Behandlungstreue. Da muss man auch manchmal zum Beispiel mit einer Depotmedikation reagieren, um dem Patienten wirklich Sicherheit und Stabilität zu verschaffen. Die Erstreaktionen können Abwertung sein. Ängstliche Eltern sind jetzt auch nicht so sicherheitsgebend für Kinder, also auch schwierig für Kinder. Auch zu spüren, ich bin die Quelle der Angst meiner Eltern und der Verunsicherung meiner Eltern, auch schwierig für die Identität der Kinder. Und dann auch Abstoßungsreaktionen. Es ist so, diese Ohnmacht und Hilflosigkeit, die die Kinder erleben, breitet sich auf das familiäre System aus. Das kann keiner gut haben, nicht wirksam zu sein. Man greift dann auch zu inadäquaten Mitteln, also zum Beispiel auch Gewaltanwendung, Abwertung, Beschimpfung. Ich sehe auch, die Familien wollen es wirklich gut machen, wissen auch um die Erkrankung, aber man kann nicht immer im Alltag vor Augen haben, das Kind ist erkrankt. Das führt auch zu Verunsicherung. Manchmal ist es auch nur die Pubertät und manchmal spielt das Kind dann auch mit dem Bipolar. Ich bin ja bipolar, ich kann ja nichts dafür. Ja, das verunsichert Eltern dann, wo ist dann die Grenze, wo ist da die Gratwanderung? Wo muss ich auch sagen, nee, jetzt ist aber Schluss und hier, das kannst du jetzt wirklich nicht. Da muss ich einen anderen Umgang damit finden. Ich mache die Erfahrung, dass die meisten Familien mit so deutlich erkrankten Kindern und Jugendlichen ohne professionelle Hilfe, sei es dann unmittelbar aus dem therapeutischen Kontext mit Elternberatung oder sei es mit jugendhelferischen Maßnahmen, die aber gut abgestimmt sind mit den jeweiligen psychiatrischen Behandlern, nicht hinkommen. Manchmal kann auch
eine Distanzierung notwendig sein, sodass die Scherben, die entstehen auf der Beziehungsebene, eher im professionellen Kontext entstehen und nicht die Beziehungen, die wirklich relevant sind für das Kind, nämlich zu seinen Angehörigen, zu seinen Eltern, zu seinen Geschwistern, damit das nicht stattfindet. Und so habe ich auch gute Erfahrungen gemacht, nicht nur im Rahmen von Klinikaufenthalten über die Distanzierung, sondern auch zum Beispiel mal temporäre Jugendhilfemaßnahmen, die bis zu einer deutlicheren Stabilisierung des Kindes notwendig werden. Geht das Kind ein Jahr in eine Wohngruppe oder eine stationäre Jugendhilfemaßnahme, die um die Erkrankung weiß, das gut begleiten kann, neben der psychiatrischen Behandlung. Und die Beziehungen zu der Familie werden damit geschützt. Man kann in eine positive Beziehung bleiben und muss nicht das Klein-Klein des Alltags bewältigen, der alles kaputt machen kann. Und die Kinder fühlen sich schuldig. Ich habe eine Patientin mit einer bipolaren Erkrankung, ich glaube, die hat 760 Entschuldigungsbriefe an ihre Eltern geschrieben. Eine Riesenkiste voll mit Herzchen und Mami, und es tut mir leid, weil das sind ja keine schlechten Kinder. Ja? Und trotzdem verhalten sie sich negativ und führen genau zu diesen Unsicherheiten. Und ich glaube, eine solche Familie darf man nicht allein lassen. Und sobald das Kind, Gott sei Dank, dann richtig erkannt ist mit seiner Erkrankung und behandelt wird, braucht die Familie ganz viel Unterstützung. Und oft muss auch Vergangenheit, gemeinsame Vergangenheit neu eingeordnet werden. Weil auch Eltern dann vor dem Hintergrund des Unwissens um die Erkrankung natürlich auch Dinge falsch gemacht haben. Was sie aber selbst wieder schuldhaft verarbeiten, was aber eigentlich nicht im Vordergrund stehen sollte. Also da braucht es ganz viel Unterstützung, um solche Familien zu begleiten. Oftmals sehen wir aber auch, dass einer der Elternteile auch erkrankt ist. Auch bisher unerkannt und nicht behandelt. Und dann haben wir manchmal die Möglichkeit, Empfehlungen auszusprechen, dass auch sozusagen ja, von dem Kind rückschließend auf die Eltern nochmal eine Eigenbehandlung initiiert wird, was insgesamt für das familiäre Gefüge sich eher positiv auswirkt. Also das sind auch Chancen darin. Und Familien können dann auch gemeinsam wachsen, das muss man ganz klar sagen. Aber es wirft die üblichen Lebenspläne und die üblichen familiären Verläufe erstmal völlig durcheinander. Und alles, was sonst in der Familie passiert, was normal ist, Stress zwischen den Eltern, Schulstress, Pubertät und alles das, trifft ja auf eine Basis, die sowieso nicht gerade stressresistent ist, sondern darauf noch intensiver reagiert. Das heißt, die ganz normalen Entwicklungsaufgaben können nicht so einfach mal nebenbei in Anführungsstrichen in üblichen Bahnen bewältigt werden, sondern führen zu zusätzlichen speziellen Herausforderungen, die man ohne gutes Wissen um die Erkrankung und ohne adäquate Behandlung der Erkrankung kaum bewältigen kann. Was ja wichtig ist, ist, dass es allein die bipolare Störung, wäre es, würde sie sozusagen isoliert vorkommen, schon komplex ist und auf viele Erlebens- und Lebensbereiche sich auswirkt. Und allein das schon eine komplexe Behandlung bedarf. Wir sehen aber ja viele gemischte Formen mit unterschiedlichen Ursächlichkeiten, die sich addieren. Und dann muss man im Grunde erstmal als Überschrift haben, jeder einzelne Bereich muss behandelt werden. Das heißt, habe ich zusätzlich Traumafolgeaspekte, brauche ich spezifische Traumatherapie. Habe ich, ich sag mal, Persönlichkeitsstörungsanteile, sei es sekundär durch die Erkrankung, die schon lange geht, oder sei es primär durch die frühen eigenen Erfahrungen, muss ich diese auch einer spezifischen Behandlung zuführen, also die einer Persönlichkeitsstörung entsprechen. Aber das Erste, und das ist sozusagen die wichtigste Regel, bevor ich überhaupt irgendeine andere Intervention gestalten kann, muss ich die bipolare Störung behandeln. Weil die bipolare Störung dazu führt, dass zum Beispiel psychotherapeutische Interventionen alleine gar nicht wirksam werden können und das Kind wiederum in eine große Schwierigkeit bringen, nämlich dass man sich intensiv um das Kind bemüht, es gar nicht adäquat darauf reagieren kann und sich wieder als Versager, dann als Therapieversager erlebt. Und das passiert leider immer noch, dass dann den Kindern gesagt wird, du bist ja gar nicht motiviert, du hältst ja hier gar nichts ein, du kommst unpünktlich, du machst, was du willst, du bist nur bedürfnisorientiert, die schmeißen wir raus, ne? Du willst ja gar nicht. Und wer nicht will, der hat schon. Ne? So. Also da wird man selbst in professionellen Kontexten, wenn man diese Kinder nicht richtig erkennt, ihnen nicht gerecht. Die Basis der Behandlung ist eine medikamentöse Behandlung. Und wir nutzen dazu Medikamente, die auch in anderen Bereichen eingesetzt werden, zum Beispiel bei der Psychosen- und Schizophreniebehandlung, aber auch bei der Epilepsiebehandlung, also bei Krampfanfällen. Und es geht dabei darum, wir benutzen sie dann als sogenannte Stimmungsstabilisatoren. Das heißt, die Idee ist, das Neurotransmittersystem, das Botenstoffsystem und die Nervenzellen und auch die Nerven sozusagen Weiterleitung und die Schaltung zwischen den Nervenzellen zu stabilisieren, abzudichten, damit nicht sozusagen wie bei einem Krampfanfall es ständig zu Entladungen kommt, die nicht willentlich sein können, aber anstatt dass der Arm wackelt, wackelt das Gemüt. Also rauscht man ab in die Depressivität oder man steigt eben hoch in die Manie.
Und man kann sich im Grunde vorstellen, dass es auch hier eine Regulationsinstabilität auch auf sozusagen dieser Botenstoffebene gibt, auf dieser Nervenzellebene. Und die versucht man durch Medikamente zu stabilisieren. Das hat unterschiedliche Ansätze, versucht entweder Kanäle, die die Botenstoffe freisetzen und aufnehmen, zu stabilisieren. Man versucht auch aber direkt Einfluss auf die Konzentration der Botenstoffe zu nehmen. Und die Schwelle, wann ein Signal ausgelöst wird, wann also ein Signal weitergegeben wird, wird verändert. Deswegen auch, sind auch Antiepileptika, also Krampfanfallmedikamente, einsetzbar zur Stimmungsstabilisierung. Und es gibt noch ein spezielles Medikament, das Lithium zum Beispiel, was ja eigentlich nur ein Ion ist, ein positiv geladenes Ion. Und da erkennt man schon, es hat ja mit Strömen auch zu tun. Das heißt, die Biochemie endet letztendlich in bestimmte Spannungen und Stromflüsse an der Nervenzelle. Und hier ist ja Natrium, Kalium und Chlorid. Das sind so negativ und positiv geladene Teilchen, die für diese Spannung und Ströme an der Zellwand sorgen. Und da kann ich zum Beispiel durch Lithium auch eine Veränderung herbeiführen, die wiederum zu einer Ladungssituation und Spannungssituation führen, damit Nervenzellen sich stabilisieren. Und so ist Lithium einsetzbar. Es sind die Neuroleptika einsetzbar, also die auch bei Schizophrenie verabreicht werden. Da nimmt man heutzutage im Vordergrund die sogenannten atypischen modernen Neuroleptika und dann eben die Antiepileptika. Das ist so, sind so die drei Gruppen, die drei Hauptgruppen, mit denen man heute versucht, eine Stimmungsstabilisierung zu erreichen. Meine Erfahrung zeigt, dass man oftmals doch zusätzlich, weil alle Neurotransmittersysteme, die relevant sind, betroffen sind, zusätzlich antidepressiv behandeln muss, aber meistens erst im zweiten Schritt nach der Stimmungsstabilisierung. Dann sind die Patienten zwar nicht mehr manisch, am Anfang fühlen sie sich depressiver, als sie sind, weil sie die Manie vermissen, aber sie sind auch tatsächlich meistens ein Stück restdepressiv. Das heißt, man darf dann und muss dann auch antidepressiv behandeln. Und das ist so das führt manchmal dazu, dass tatsächlich die bipolare Störung im Kindes- und Jugendalter im Speziellen so mehrfach behandelt werden muss. Also so 2, 3 unterschiedliche Medikamente mit unterschiedlichen Ansatzpunkten zu einer Gesamtstabilität der Patienten führen. Das wichtigste Prinzip ist aggressiv behandeln und nicht aufgeben mit einem Medikament, so eine Monotherapie, wenn das nicht funktioniert, dann zu sagen, naja, dann geht nichts anderes, dann ist das der Restzustand. Also da mache ich die Erfahrung, dass durch eine geschickte Mehrfachmedikation, auch die unterschiedlichen Bereiche, die gestört sind bei dieser Erkrankung, gut angesprochen werden können und das Gesamtergebnis dann zählt. Das Problem ist eben die Medikamentencompliance. Umso älter die Patienten sind, umso schwieriger. Und das Vermissen der Manie und das Absetzen der Medikamente. Und dann die besondere Anforderung zum Beispiel an das Lithium ist, dass es sehr pünktlich und genau eingenommen wird, weil es leicht überdosiert werden kann und dann Vergiftungserscheinungen macht, aber auch leicht unterdosiert werden kann und dann nicht mehr wirkt. Es hat nur einen sehr engen Bereich, in dem es sicher therapeutisch wirksam ist. Und deswegen kommt es für manche Patienten, die noch gar nicht in der Phase sind, dass sie regelmäßig Medikamente einnehmen können, aufgrund ihrer Erkrankung, kommt es gar nicht in Frage. Die anderen Medikamente müssen auch gut und regelmäßig eingenommen werden. Die Regelmäßigkeit der Einnahme ist gerade bei der bipolaren Störung, die ja schon an sich eine schwankende Erkrankung ist. Wenn ich dann auch eine schwankende Medikamentenzufuhr habe, ist das sehr problematisch. Das heißt, man versucht hier eine Medikation sicherzustellen, die auch da eine gewisse Ruhe und Regelmäßigkeit reinbringt. Dann ist Schlafhygiene, ein vernünftiger Tag-Nacht-Rhythmus wichtig, dass das nicht noch als zusätzlicher Risikofaktor gilt. Das ist von hoher Bedeutung. Manchmal ist es so, dass man Depotmedikation etablieren muss, um erstmal einen Einstieg zu bekommen und kann dann, also eine Gabe in den Muskel, wo 14 Tage bis 4 Wochen sichergestellt ist, dass ein Neuroleptikum die ganze Zeit kontinuierlich abgegeben wird. Davon profitieren die Patienten. Es ist im Moment so, dass nicht die bestwirksamsten Medikamente bei der bipolaren Störung als Depot verfügbar sind. Das macht dann das ein bisschen begrenzt, diese Indikation, aber ist auch eine Option. Das ist besser als das ständig Unregelmäßige. Auch das Unregelmäßige kann wiederum schädlich sein für die bipolare Störung. Und das ist so der Bereich der medikamentösen Behandlung, der ist sehr wichtig, ist die Basis. Und darauf aufbauend können dann die psychotherapeutischen Interventionen stattfinden. Hier geht es vor allen Dingen darum, die sekundären Probleme, die aufgetaucht sind durch die Erkrankung in der Vergangenheit, zu bewältigen und einzuordnen. Also die ganzen Scheitererfahrungen, die oft sich desolat entwickelte familiäre Dynamik aufgrund auch der Erkrankung. Dann die anderen Teilaspekte, eventuell Traumafolge, aber auch der Aspekte Verlust der Manie,
die Identitätsstiftung, die man nie hatte. Ich bin doch eigentlich so kreativ. Jetzt kann ich nicht mehr 20 Bilder am Tag malen. Früher habe ich einen Roman geschrieben in einer Woche. Jetzt geht das gar nicht mehr. Ich war doch, wenn ich manisch war, in der Schule super. Wenn ich super war, dann muss ich doch super sein. Das muss doch jetzt auch gehen. Warum geht das nicht? Das ist also ein ganz schwieriger Prozess. Wir haben zurzeit eine Patientin in Behandlung mit einer solchen Erkrankung, war viele Jahre nicht erkannt und nicht behandelt. Wir machen gerade die Behandlung, der klassische Verlauf, die Manie fällt weg. Aber das Kind, sehr kluges Kind, 13 Jahre alt, sitzt vor mir und sagt, wer bin ich denn überhaupt? Ich bin völlig entleert. Ja? Und das ist ein großes Problem. Also es rührt einen an. Und dann ist es die Hauptaufgabe der Therapie, mit dem Kind ein Programm zu entwickeln, wo es sozusagen wieder identitätsstiftend sich kennenlernt. Wir fangen mit diesem Kind an. Was ist deine Lieblingsfarbe? Was ist dein Lieblingsessen? Was ist das? Ne? Also was ist deine normale Sexualität? Was ist deine normale Kreativität? Was ist dein normales Interesse? Was willst du wirklich werden? Ne? In der Manie wollte sie Prinzessin werden, ja? Auch mit 13 und IQ von 140. Aber eine Prinzessin wird es jetzt nicht mehr geben, das weiß sie auch. Und was werde ich denn dann? Soll ich was Normales werden? Soll ich eine Ausbildung machen? Alles normal? Das kann ja nicht wahr sein. Also das wirkt alles noch nach. Und die bipolaren Erlebensweisen, die finden ja nicht statt mit Gedächtnisverlust. Es ist alles gespeichert, als wenn es so gewesen wäre, das Erleben. Und das ist schon, da gibt es vieles nachzuarbeiten. Ich muss sehr intensiv mit den Familien arbeiten. Auch da ist Krankheitseinsicht, Krankheitsakzeptanz und auch was schiefgelaufen ist in der Vergangenheit zu bewältigen. Man hat eben auch oft die Notwendigkeit, ungünstige Familien der Entwicklung, auch im Kontakt mit Geschwisterkindern, die vielleicht zu kurz gekommen sind und so weiter und so fort, aufzugreifen und eine Behandlung zuzuführen. Aber die Erschütterung des Selbstbildes, auch nach medikamentöser, guter, wirksamer Behandlung, ist schon bedeutsam und spielt eine große Rolle. Wenn man Pech hat, das Kind im besonderen Pech hat, hat man dann doch eine Persönlichkeitsentwicklungsproblematik. Und die muss dann auch einer spezifischen Behandlung zugeführt werden, was auch meistens langwierig ist. Also, dass man mal so Glück hat und dann eine rein bipolare Störung hat und dann eine medikamentöse Behandlung hat und dann ist alles gut damit und so, das findet sich in 2 von 10 Fällen. Das ist dann auch gut. Aber 8 von 10 Fällen haben doch eine komplexe Konstellation mit einem hohen weitergehenden therapeutischen Aufwand. Aber, wie gesagt, die Basis ist auch hier die stimmungsstabilisierende Medikation und die Compliance hier sicherzustellen, was auch bei jungen Patienten relativ gut gelingt. Und dann auch die Prognose deutlich verbessert, das muss man sagen. Also zumindest hat man, wenn man sie im Kindes- und Jugendalter frühzeitig erkennt und so frühzeitig, dass nicht schon so viele Scherben entstanden sind, die sozusagen sekundär noch komplizierend dazukommen, hat man die Möglichkeit, erstmal diese adäquat zu behandeln. Und dann folge ich persönlich einer bestimmten Behandlungsregel, weil ich bezogen, also ich werte die Studien, die es dazu gibt, bezogen auf die Lebenszeitprognose so aus, dass ich meinen Patienten empfehle, bis zum Abschluss der neuronalen Orientierung und Neuvernetzung, also mit dem 25. Lebensjahr, bis dahin eine Behandlung sicherzustellen, um psychotische oder affektiv ausgelenkte, krankheitsbedingte Episoden zu vermeiden. In diesem Auslassversuch kann es dann dazu kommen, dass Symptome wieder auftreten. Wenn dann Symptome wieder auftreten, geht es meistens einher mit einer lebenslangen Medikation. Das ist so die Empfehlung, die ich ausspreche. Meine Erfahrung zeigt, dass die Patienten, die andere Wege gegangen sind, also ein zu frühzeitiges Absetzen der Medikation mit der Idee, jetzt geht es mir ja wieder gut und ist doch alles in Ordnung, ich war ein Jahr stimmungsstabil und dann mache ich das mal, dann doch oft negative Erfahrungen machen und ein Wiederauftreten der Erkrankung die Folge ist. Und man sich diese Episode eigentlich hätte sparen können und wenn das dann im späteren Alter stattfindet, auch die Compliance dann nicht mehr so gut ist, weil dann auch wieder manische Episoden, die als attraktiv empfunden werden, erlebt werden. Und insofern ist das meine klare Empfehlung. Das heißt, da gibt es eine gewisse Chance. Ich würde aber sagen, dass diese Heilchance bei ungefähr 25% liegt. Und das ist unter optimalen Voraussetzungen. Das heißt, früh erkannt, konsequent behandelt. Die Erstbehandlungen sind schon gut wirksam, nicht ohne komplexe Behandlungsnotwendigkeiten. Die genetische Belastung geht eher in Richtung eindeutig bipolar. Das ist auch wichtig für die Prognose. Das ist eher günstig, wenn es so ist. Und dann maximal erster Auslassversuch mit 25, dann bei Nicht-Auftreten
ist man auch oft durch mit der Thematik. Aber wie gesagt, das betrifft eine kleine Gruppe, jetzt vor dem Hintergrund meiner Erfahrung. Und insofern geht es eher damit oder darum, eine hohe Kompetenz im Umgang mit der Krankheit zu erwirken. Und deswegen ist zum Beispiel bei uns auch ein ganz wichtiger Behandlungspfad der Teil der Psychoedukation der Angehörigen und des Kindes. Es muss zum Profi seiner Erkrankung werden. Es muss wissen, wann was ein Frühsymptom ist, wann es mit seinem Arzt sprechen muss. Ich gebe meinen Patienten, die oft kognitiv dann auch gut aufgestellt sind, Bedarfsmedikationsoptionen an die Hand, die sie selber regulieren können, wenn sie merken, dass die aktuelle Basismedikation nicht ausreichend ist, sodass sie auch gut selber schnell intervenieren können. Da gibt es so eine gewisse Bandbreite, in der sie sich selber frei bewegen können. Und darüber entsteht die Kompetenz eigentlich, dass es viel entscheidender ist, den Umgang mit der Krankheit sozusagen zu üben. Auch wie man mit anderen umgeht, wie man das anspricht, wie man sich präsentiert. Anstatt das sozusagen die ganze Zeit auszublenden, zu hoffen, es geht alles wieder weg und dann immer nur auf den Absetzversuch, Auslassversuch hin zu hoffen und da so alles hineinzusetzen. Mir geht es da mehr um Krankheitsakzeptanz und besten Umgang damit. Das zeigt auch, dass das eigentlich die besten Verläufe hat, was so die Gesamtprognose angeht.